Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir haben den Cid getroffen und wir sind jetzt auf dem Weg zur Brücke, um die Brücke zu überqueren. Wir gehen aber nochmal schnell rein und reden nochmal ganz kurz. Die Brücke nach Eastpool wurde repariert. Und ich hatte gehofft, ich könnte noch etwas faulenzen. Nichts da. Wir werden dort schon erwartet. Genau. Wir haben hier erstmal eine Nebenaufgabe, aber ich will nochmal schnell rein zur Martha und will mal gucken, ob die uns noch irgendwas erzählen will. Warum sieht man denn... Sie will uns drei Sachen erzählen. Was kann ich für dich tun? Das goldene Federbett. Ach so, stimmt. Die erzählen ja nur den Anfang. Das goldene Federbett habe ich von meiner Mutter übernommen. Reich werde ich damit nicht, aber das Leben als Wirtin hat auch seine Vorzüge. Zum Beispiel tun die Leute hier, was ich ihnen sage. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich von den Gästen verlangen würde, sie sollen ihre Träger besser behandeln, würden mich die Männer von der Garnison wahrscheinlich spätestens bei Dämmerung holen kommen. Darum sehe ich zu, dass meine Nebentätigkeit unentdeckt bleibt. Nur Leute, die ohnehin schon zu tief mit in der Sache stecken, sind eingeweiht. Cid, die Blutbeile, der Abt und seine Orden. Natürlich auch. Also pass auf, wem du etwas erzählst, ist das klar? Sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist so seltsam, dass sie die ersten vier Wörter sagt und dann gar nichts mehr. Entweder ganz oder gar nicht. Ziemlich buntes Treiben hier an der Rast, oder? Es ist noch gar nicht so lange her, da waren alle Betten im Gasthaus belegt. Aber bei allem, was seitdem passiert ist, kommt es mir trotzdem vor wie eine Ewigkeit. Auf dem Weg hierher ist dir noch der Aquädukt aufgefallen, oder? Die Handwerker, die daran gearbeitet haben, haben allesamt hier übernachtet. Natürlich wurde er nie fertiggestellt. Als die Kaiserlichen einmarschiert sind, wurde der Bau abgebrochen und die ganzen Steinmetze saßen auf einmal ohne Arbeit und Geld hier fest. Kräftig waren sie und Erfahrung im Schwingen von schweren Gerät hatten sie auch. Also habe ich ihnen Waffen statt Werkzeuge in die Hände gedrückt und sie angeheuert, um die Rast zu beschützen. Auch wenn lange nicht mehr so viele Menschen kommen wie früher, sorgen meine Blutbeile dafür, dass das hier ein sicherer Ort ist, wo man sich von den Strapazen einer gefährlichen Reise ausruhen kann. Och, hier hat sogar keine Lust. Das Kloster ist in einer der letzten Orte in Rosaria, wo man Träger wie Menschen behandelt. Eigentlich eine Ironie des Schicksals. Schließlich wurde es von den Kaiserlichen gebaut. Ein Haus zu Ehren Gwigors, direkt vor unserer Nase. Die meisten Diener der Göttin sehen zu, dass Träger ihren Kirchen und Kapellen nicht zu nahe kommen. Aus Bammel, dass die Balken unter dem Gewicht ihrer Sünden zusammenbrechen könnten oder was weiß ich für einen Unsinn. Der Abt von St. Claidemont ist einer der wenigen, die die Schriften aufmerksam studiert haben. Er weiß, dass die große Gwigor keines ihrer Kinder leiden sehen wollen würde. Natürlich muss er aufpassen, was er in der Öffentlichkeit sagt. Aber hinter verschlossenen Türen sieht das anders aus. Er ist einer unserer Verbündeten, also kannst du ihm vertrauen. Mach's gut. Ich würde gerne mal hier schlafen, aber ja, sie will nicht. Gut. Ich muss ihn finden. Keine Zeit, ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Martha hat mir viel von dir erzählt. Es heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Wo ist dieser Träger? Er war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber sie werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive, wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Klar. Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris.
Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Hast du ihn schon? Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht, hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen. Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge. In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt. Ha, du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Warte doch, Ron. Da draußen ist es gefährlich. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Clive, das kann hier noch dauern. Geh du schon auf die Jagd. Ich komme, sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Ich finde diesen Norris besser, bevor Ronald es selbst in die Hand nimmt. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint, dass er getäuscht wurde? Du bist doch dieser Träger, der für Martha arbeitet, oder? Hilfst du mir eben? Blöd wie ich bin, ist mir mein Kristall aus der Hand gerutscht und in den verdammten Sumpf gefallen. Und weil ich nicht so eine Gabe wie du besitze, kann ich ohne den Splitter meine Fische auf dem Weg zum Markt nicht kühlen. Du schaffst es bestimmt schneller, ihn zurückzuholen als ich. Ich kann nichts versprechen. Versprich nur zu suchen. Ach, ich habe vergessen, etwas über den Kristall zu erwähnen. Ein wildes Tier könnte ihn verschluckt haben. Sag bloß. Könnte, wohlgemerkt. Ich konnte es nicht genau sehen. Aber da unten sind so viele Sumpfkrabben. Die haben sich alle draufgestürzt. Klingt, als müsste ich ein paar Schalen knacken. Ich bin mir sicher, dass du das souverän meistern wirst. Einfach die Leiter hier runter, ja? Viel Glück. Aber sicher. So, was machen wir jetzt als Erstes? Wir machen als Erstes mal das hier, bevor wir jemanden suchen. Der wird schon so lange noch ohne unsere Hilfe auskommen. Das hört sich an, als ob das hier schnell geht. Ach, guck mal, hier liegt wieder ein Haufen Zeug rum. Kristalle fressen wir mir neu. Das wird interessant. So reicht's. Bleib nicht! Sammeln erstmal schnell das hier ein. Das muss er sein. Länger als nötig werde ich nicht hier unten bleiben. Hä? Wer denn? Sprich mit Clark. Okay. Ich würde am liebsten wieder darüber gehen jetzt. Aber da muss ich ja wieder ganz außen rum, gell? Okay, wir gehen jetzt mal zurück. Das Problem ist, dass das Zeug wieder auftaucht, was aber an sich auch wirklich kein Problem ist. Also kein richtiges Problem. Aber ich würde am liebsten alles wieder einsammeln. Hä? Achso. Ich muss mal irgendwas drücken. So, jetzt bekommt er mal seinen Kristall. Ach, hier ist er. Und? Hast du ihn? Ja, hier, bitte.
bin auch voll am Abtriefen. Danke, du hast mich gerettet. Der darf das nicht so oft machen. Noch länger ohne Kühlung und man hätte meine Fische von hier bis zum Markt gerochen. Pass in Zukunft besser auf. Das werde ich, glaub mir. Sonst brauche ich morgens meine Netze gar nicht erst auszuwerfen, wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Früher hat man als ehrlicher Steuerzahler jederzeit neue Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Auftrag abgeschlossen. Ich glaube, ich muss da nochmal nachlesen. Ich habe gedacht, nur die Träger haben diese Macht mit den Kristallen. Oder war es so, dass die Träger ohne die Kristalle Magie wirken konnten? Und dass die Einheimischen praktisch Kristalle gebrauchen können, um zu zaubern. Ich glaube, so war es eher. Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Doch, kenne ich. Ist vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Sah aus, als hätte er es sehr eilig. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen bleibt. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar. Danke. Gehen wir wieder in die Sümpfe. Also der Stein sieht wirklich gut aus. Gutes Mädchen. Jetzt ruh dich erstmal aus. Ich bin bereit, auch einen Chocobo zu reiten. Nein. Fällt aus mit der Verhaftung. Er kann nicht weit sein. Ich sollte die Augen offen halten. Hier haben wir einen Hinweis. Laterne. Eine Laterne. Die muss von Norris sein, kein Zweifel. Wenigstens weiß ich jetzt die Richtung. Jemand hat sie abgemetzelt. Ich frag mich, ob das Norris war. Wir haben doch hier am Anfang rumgemetzelt. Norris, nehme ich an. Lass mich in Ruhe. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann habe ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte! Misch dich nicht ein! Du weißt, wie sie uns behandeln! Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst ihr vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Ein Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann
von einem Freund verraten zu werden. Warum? Nach all diesen Jahren. Du warst wie ein Bruder für mich. Entschuldige. Es war ein harter Tag. Ich werde hier auf Marthas Leute warten. Okay. Ah, wie elend. Gehen einfach hier lang, da können wir noch ein bisschen was sammeln. Okay, hier gibt es nichts mehr zum Sammeln. Wir sind schon ein bisschen schneller, oder? Es ist nur der Wind, der es so aussehen lässt, als ob wir schneller sind. So, Marthas Rast. Sprich in Marthas mit Brennan. Aber der andere erkennt ihn doch dann. The Ron. The Ronald. Er kann doch nicht mehr einmal blind sein. Als ob ich sowas einem Träger überlassen. Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot. Ende der Geschichte. Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. Auftrag abgeschlossen. Yeah. Die Eisenlaterne wurde aus meinem Inventar entfernt. Sollen wir nochmal schnell zur Martha reingehen? Aber wahrscheinlich. Dass sie uns nicht mal heilen kann, ist ein bisschen doof. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Immer nur einen Laden. Mehr Kristalle bekommen wir also. Das ist einsame Huhn, hier geht's runter. Grünbündeln. Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Ach, Bernard, das kriegen wir schon hin. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Nicht dein Tatter! Dann auch nicht. Hier drüben! Ja!
Oh oh. Schnell, meine Wunden! Nee, das hält einfach nicht. Hm. Das wird jetzt aber knapp. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Fast, Torgal. Ja. 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 Oh oh. Ja. Gut gemacht, Torgal. Oh oh. Jetzt ist es passiert. Vom nächsten Obelisk aus Neubeginn. Hauptmenü öffnen. Was hätte ich denn da machen können? Habe ich hier alles gemacht? Ja, okay. Das Pool wurde repariert. Und ich hatte gehofft, ich könnte noch. Gut. Haben wir das auch ausprobiert? Du durftest mit deinem Schwert sicher sein. Ja. Okay. Das mit dem Wasserfall sieht wirklich sehr schön aus. Bernhard, wir haben mit dir geredet. Lass uns jetzt mal. Gehen erstmal hier lang. Das war jetzt mal als voll sinnlos, was ich gemacht habe. Oh oh. Wenn der andere uns jetzt zu sehr gibt, dann kriegen wir eventuell ein Level ab. Reißzahn. Hm, wieso ist hier keiner? Da ist es. Hey! Ich muss mich aber umbringen, ey.
Hey, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Nö, das kann ich auch. Endlich. Das war ja meine Geburt, ey. Machen wir es kurz. So, bald sind wir wieder geheilt. Oh, verdammt, wie spät ist es denn überhaupt? Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.